Ah, es geht. Hört man noch alles? Hallo? Okay. Endlich. So. Willkommen mal wieder nach einer langen Zeit zu Rainbow Six Siege in der neuen Season, der letzten Season in 2017, und zwar White Noise. Zwei neue Operator, Sophia und Dokkaebi. Wir spielen mal direkt Dokkaebi. Ja. Endlich wieder ganz viele Mocken. Ganz dringend. Blub, blub, blub. Aber wir machen das. Alles kein Problem. Oh, er spielt sogar Sophia. Mal sehen, wie das läuft, das Spiel. Ich muss mal das lauter machen. So, ich hoffe, ihr habt nicht großen Feedback auf dem Mikro jetzt gleich, dass man alles doppelt hört. Aber eigentlich ist es in den meinen Videos eher weniger, eher meine Freunde hören diese Feedbacks bei sich über Discord stärker als wahrscheinlich ihr in den Videos oder in dem Stream. Das ist irgendwie ganz eigenartig, aber ist nun mal so. Also wir haben schon mal Virgil, der läuft hier auch rein, da ist er doch schon. Virgil, die kennen seine Fähigkeiten schon mal. Ist doch ein bisschen sehr laut. Ich müsste die Kopfhörer aufsetzen, aber wenn ich das jetzt anschließe, habe ich Angst, dass alle meine Audioeinstellungen verschlingen. Dass meine Audio, meine Soundkarte wieder fickt. Also lasse ich das mal lieber. Weil die Programme, die ich benutze zur Aufnahme und so, die benutzen auch gern mal, wenn man irgendwas Neues ansteckt, wie zum Beispiel ein Headset mit integriertem Mikrofon, auf einmal was anderes. Das ist ja totaler Bullshit. Warum wechseln, wenn alles eingestellt und funktioniert? Manchmal komme ich da nicht so ganz hinter. So, wir nehmen natürlich unseren schlauen Weg. Oh, Ela, ich hab dich gesehen. Schnell.
Nee, dein Ernst? Egal, dann durchkriege ich mehr HP. Komm, hilf mir, habe ich mehr HP. Das ist gar nicht mal so doof, dass das jetzt passiert ist. Kann ja nur noch er gewesen sein. Egal. So unglaublich schön. Also das Lied ist schon... Was muss ich machen? Eigentlich müsste ich die Russen spielen. Oder? Richtig? Gerätemeister-Wettkampf. Müsste ich Sophia oder Cavera spielen. Ja. Oder halt an Ela meine, Entschuldigung, Ela oder ich überleg mal. Hä? Normalerweise geht es. Oh, wir müssen mal schauen, weil irgendwas stimmt da nicht. Also, oh, ich hab... Jetzt gehen wir mal, was das ist. Ja. Sehr gut. Das hat ganz gut geklappt. Wo ist unser Mitspieler? Wo ist der? Oh. Das war so gut. Ich hab noch Sophia geholt. Ja, der musste nachladen, natürlich. In dem Moment. Warum wechselst du nicht auf die Hand? Aber gut, da war noch jemand anders. Der hat ihn dann gut geschnitzelt, deswegen. Ich verstehe das nicht. Es waren doch immer die Russen. Also ich komme nicht gerade da drauf. Bin ich blöd? Also manchmal... Verstehe ich auch nicht. Ein bisschen Lühwein. Ups, aber der ist schon der. Ich habe immer ein anderes Mauspad gehabt, beziehungsweise ich habe ja gar keine Mauspads mehr, sondern ich habe so ein großes... Wie nennt man das?
Hat so einen extra Namen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Jedenfalls habe ich ein ganz großes und ein anderes. Es ist noch größer, weil es sonst meinen vorigen Tisch nicht, also den Tisch nicht, das vorige hat den Tisch nicht ganz abgedeckt. Und ich bin ein sehr, sehr breiter Spieler, also ich brauche Platz auf dem Tisch zum Spielen. Darum habe ich ein anderes. Das Problem bei dem ist halt einfach, da ist die Oberfläche von diesem Pad ist anders. Das heißt, die Maus lässt sich tatsächlich etwas schwerer hin und her schieben. Dadurch hat man einen größeren Widerstand beim Schießen, beim Zielen. Also man muss ein bisschen mehr gegen das Mauspad arbeiten. Das ist echt eine Umgewöhnung gerade. Was habe ich jetzt nochmal über das Mauspad gesagt? Ja, man muss ein bisschen gegenarbeiten. Also eben hätte ich auch gewinnen können mit der Pistole eben. Mann gegen Mann, also Mann gegen Frau. aus der Entfernung hätte geklappt, aber ich hab den gesehen, ich habe ziemlich spät nachgezogen. Ich kann nicht alles aufs Mauspad schieben, ist klar. Aber ich muss es nochmal kalibrieren mit De Corsair, mit der Treiber. Oder mit dem Treiber. Ich muss nochmal schauen, nochmal die Oberfläche kalibrieren. Je nach. Danach richtet sich dann mein Sensor aus von der Maus und auch meine DPI-Einstellungen, dass sie dann wieder genauso ist wie vorher. Hat zum Teil was gebracht, aber ich glaube, man muss es mehrmals anwenden, dass er das gescheit checkt. Weil auf dem Ma an der alten Mauspad, das Mauspad war tatsächlich von. Von wem war denn das alte Mauspad? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Lol, ich hab's vergessen. Aber ich weiß, dass die Oberfläche war etwas dünner ge gezogen. Das heißt, es tatsächlich lief die Maus da drauf sauberer und tatsächlich auch eigenartigerweise schneller und ein bisschen feiner. Also man konnte schnell hin und her arbeiten. Und hier arbeitet es halt nur ein bisschen gegen die Hand, ne? Aber kann man nicht ändern. Man muss damit arbeiten, man muss damit üben und dann. Und dann funktioniert es schon. Ich kann da gar nicht von oben, kann es sein? Thank you.
Ja, warum habe ich denn nicht geaimt am Anfang? Hätte ich geaimt, hätte ich ihn noch getroffen. Zwischendrin losgelassen, hat dann. Oder kann ich das nochmal gerade in der Wiederholung sehen? Ich habe zwischendurch weg losgelassen. Scheiße. Oder habe ich? Habe ich nicht? Oh, ich hätte es gern nochmal gesehen, wie ich losgelassen habe. Ach, das war voll doof. Ich hätte Capitão treffen können. Leute, das macht er. Komm, das schafft er. Du hast überall Minen gesetzt. Richtig gut, sehr gut. Jawohl, komm. Das war der Typ. Das war Capitão. Jetzt ist nur noch einer übrig. Und ich glaube, der kommt von oben. Und nee, kann nicht. Das ist ja einer. Das kann echt sein. Nein, es ist okay. Nein, Quatsch, kann gar nicht okay sein. Die hat nicht so die Waffe. Also kann es nur Sophia sein. Verrate deine Position nicht. Werf lieber. Ach, der hat keine mehr, gell? Der hat seine ganze. Doch, er hat noch eine. Eine hat er noch. Eine hat er noch. Die legt gerade auf. Alle Kameras sind noch ganz. Und die haben sich überhaupt nichts gegönnt, gell? Nein, warte doch einfach. Warte. Die geht andersrum. Die hat noch eine Minute 20. Also, die geht auf jeden Fall andersrum. Die sucht sich jetzt einen neuen Weg. Ja, das ist der andere Weg. Bau keine Scheiße jetzt, gell? Nur noch einen Win, dann haben wir gewonnen. Witzig. Kann die sich da oben hinlegen? Ja, die kann sich links hinten hinlegen. Da kann die runterspringen. Aber sie hat gedacht, sie holten von oben. Wäre auch logisch gewesen. Ich meine, hätte er sich immer noch vor dem Schild dahingesetzt. Aber sie hört es ja. Also einen hat er noch gehabt, das war der jetzt. Also noch zwei in dem Fall. Eigentlich müssten die Kameras noch was sagen. Aber die Kameras sind alle so scheiße. Die hat ihre Position geändert. Die geht wahrscheinlich gleich hier unten lang. Sie ist da unten lang gegangen. Kam durch von der Bar kam die. Nein, sie kam dazu. Na was, lol. Was hat denn der gespielt? War das okay, wie die letzte? Also, muss Sophia gewesen sein. Mit der Waffe kann es nur Sophia gewesen sein. Richtig oder richtig? Ja, das war, weil ich, also ich habe jetzt eben den Kill gemacht mit der Pistole, deswegen gab es das eben als Gerätekill. Weil das ist ja in ihrem Fall, bei Cavera ist es ja in dem Fall. Also Nahkampf war das eigentlich nicht unbedingt, aber in Caveras Fall ist ja die Pistole, in dem Fall das Gadget, ne? Von daher ist es schon okay. Och man.
Nein, die Hure! Wie lange hat die da jetzt gewartet? Wie lange hat die da jetzt gewartet? Vor allem dieser Ping dazwischen, bis sie sich entschieden hat zu schießen oder nicht. Das war echt, aber lol. Was für ein Ping, was für ein, warte mal, das müsste einer mit einem hohen Ping, entweder 47, 45, ne Quatsch, der ist schon tot, also kann es nur Timmy Boy gewesen sein. Ich vergesse die Namen von den Typen, die mich immer umbringen. Außer wir scannen, ja Lunge, guck doch mal, was du machst. Oh. Also das ist schon mal Timmy Boy, also der kann es nicht gewesen sein. Also keiner mit einem hohen Ping. Ist voll komisch, aber dann war der, das war Sophia da oben, die ich umgebracht habe, weil die ist ja hochgegangen. Und dann kam, und dann, Ash war die ganze Zeit nebendran, die hat das nicht mitbekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur noch, eigentlich müsste die Kamera von da noch gehen. Positionsänderung. Schau mal dein Leben. Die Kamera ist tot. Theoretisch ist das ja der Eingang, ne? Von der anderen Seite. Was machst du da? Alter? Ja, der wird sich hinter dem Pool verstecken. Der weiß, wo du bist. Der weiß, wo du bist. Drohnenvorteil und dann noch voll verschissen. Das gesch... Der, ich glaube, bei ihm ist die Sicht anders als bei uns, deswegen, der hat sogar noch Punkte dafür bekommen für den Heady. Ja. Thronvorteil und trotzdem verschissen. Ich glaube sogar, dass der eben, ich glaube, bei ihm ist der FOV-Level anders. Ich glaube, der ist dann auch anders, wenn man im Visiermodus ist, also im Zielmodus ist. Das kann ich aber euch jetzt gerade nicht erklären, ob das so ist oder nicht, oder ich kann es euch nicht zeigen. Es kann natürlich gut sein, dass ich müsste dazu mal gucken. Also ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das bei ihm anders aussieht, weil ich hätte jetzt zum Beispiel den Lichtunterschied zwischen der dunklen Ecke und Capitaus Bein jetzt überhaupt nicht erkannt. Ich hätte viel zu spät geschossen und er hat schon in dem Moment um die Ecke geguckt, also wäre ich sogar schon zuerst tot gewesen, weil er wusste ja, wo er hinzielen muss. Also sehr schwer zu sagen. Ja, sehr schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen, ja. Kommt drauf an, was für eine Grafikeinstellung er hat. Wenn er die ganzen Beleuchtungen, volumetrischen Beleuchtungen, so wie die ich Hanse anhab, trotzdem so spielt, dann kann es natürlich auch gut sein, dass er dadurch einen kleinen Vorteil erlangt, ne? Aber ich denke mal, das wird nicht so krass sein, dass du damit auch so krasse Kills rausholen kannst. Nein. Boah, geh da durch, du Fettsau. Ah, die Stufen sind hier weiß, genau. Das wurde ja auch alles geändert, aber ich denke mal, wisst ihr ja oder schon, bla bla. Gucken wir mal hier zu. Ich fahre hier einen Scheiß zusammen mit der Drohne. Geht auf keine Kuhhaut, echt.
hab dich gehört, Alter, die ganze Zeit. Und hab mir so überlegt, Come on, Kavera, irgendwo bist du. Der Typ sucht auch einen Dropper, gell? Habt ihr das gesehen? Aber Mira war ja dann auch tot in dem Moment. Mira war die ganze Zeit geinjured. Ich hab mir jetzt überlegt, wo ist die denn da? Ich höre niemanden in dem Raum. Es kann nur noch Kavera sein. Und dann habe ich die noch getötet. In dem Moment ist Kavera gestorben. Mira gestorben. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht. Kavera auf der Map ist eigentlich ganz gut. Du hast viele große Räume, aber du hast lange Laufwege. Das wird schwierig. Ja, ich probier's mal. Ich so, was war das denn eben? Oh, der Astronauten, ich dachte immer Astronaut dazu. Das Astronautenpaket hat er sich geholt. Ja, ich mach die Hedge. Moment. Echt jetzt? Drei, zwei, eins, zack. Wow. Window. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Danke. Kriegst du jetzt zurück. Boah. Ist dafür bezahlt, Junge. Super geile Matches. Oh, ich bin so glücklich. Ja, es wird mal Zeit, mal wieder so einen guten Run zu haben. Aber danach dem mache ich aus. Man muss nämlich mit seinem mit,
mit seinem Erfolg muss man umgehen können, ey. Man muss dann auch echt sein Ende finden. Wenn man dann so weitermacht, dann irgendwann kommt man wieder in so ein Loch und dann, na, das ist nicht gut. Wurde es jetzt gezählt? Jawohl, danke. Ich weiß nicht. Eigentlich würde ich gerne mal wieder die Deutschen spielen, aber die werden mir als weggeschnappt. Na, jetzt mal gucken. So. Ja, früher konnte man da unten durchfahren, das meine ich, aber hundertprozentig konnte man früher da durchfahren. Was mir aufgefallen ist, die Rollen von den Drohnen, die haben ja die Rollen von diesen ganz speziellen Herstellern, die ganz speziell drehen, damit die auch diese Seitwärtsbewegung machen können. Es ist voll interessant, das müsst ihr euch mal reinziehen, ja. Also da haben wir schon mal Bandit mit seinem Schild. Hallo? Alter, die ganze Zeit warte ich drauf, dass das Ding mal explodiert und es passiert nichts. Leid, Alter. Du bist leid. Du bist leid, ich hab gewusst, was er vorhat, aber ich wollte mir nicht hingehen. Das war gerade zu gut. Ich hab die voll auf den Hocker genommen. Ich hör die ganze Zeit nur. Ich so, hä? Und sie hat als die Drohne nicht getroffen. Und auf einmal lag sie geinstalt. Ich so, ach komm, ich spring rein. Irgendwas stimmt da ja nicht. Und ich kill. Und er so, ach come on, man. Ach, so nice, so nice. Ach, ich muss so lachen, Alter. Ist ja geil, was war das denn eben? Das war gerade eine echt gute Runde, 10 Kills. Also mit der KT, also mit den Kills hätte man echt tatsächlich den Rang um 2 Stufen erhöhen können, glaube ich, am Ende eines langen Matches. Aber ich hätte da, am Ende hättet ihr so oder so 10 Kills bei Rang, ist egal. So, ich hoffe, es hat euch gefreut, es wieder mal zu spielen oder mit mir zu spielen, mir anzugucken. So, wir freuen euch, so. Ich würde mal sagen, bis dahin und Allah, bis dahin und tschüssi.